Dieses Video bringt uns an den wunderschönen Möhnesee im Sauerland. Die Gemeinde Möhnesee liegt im Süden des Kreises Soest. Wir starten und beenden unseren Spaziergang auf dem Parkplatz an der Staumauer. Dort befindet sich auch ein Imbiss, Toiletten, die Touristinfo und die Anlegestelle des Katamarans MS Möhnesee. Unser Fußweg führt uns über die Staumauer und dann rund um den Ausgleisweiher und wieder zurück auf den Parkplatz. Übrigens, am Ende des Videos finden Sie weitere Kontaktinformationen. Zentrales Bauwerk des Möhnesees ist die von 1908 bis 1913 errichtete Staumauer. Die Möhnetalsperre besitzt ein Fassungsvermögen von 134,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Gewichtsstaumauer aus Bruchsteinen ist 650 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch. Das gestaute Wasser wird zur Wasserversorgung des Ruhrgebietes verwendet. Auf der einen Seite der Staumauer befindet sich der Möhnesee, auf der anderen Seite der sogenannte Ausgleisweiher. Der Ruhrverband bietet Besichtigungen und Führungen an. Dabei kann in ein Stück des Kontrollstollens hineingegangen werden. Der Möhnesee hat ein riesiges Freizeitangebot zu bieten. Ein Strandbad, eine Bootsvermietung, Schiffsrundfahrten, Segeln, Radfahren, Wandern, Campingplätze und vieles mehr. Die unbewachten Badestellen am Strandbad sind kostenlos und frei zugänglich. Der Zander aus dem Möhnesee gilt in der Region als kulinarische Spezialität. Außerdem gibt es auch sehr interessante Führungen für Gruppen. Am Möhnesee gibt es Yachtclubs, eine Yachtschule, eine Segelschule, eine Windsurfschule und viele weitere Möglichkeiten auf dem Wasser. Viele Paare aus der ganzen Welt möchten ihre Liebe für ewig an Brückengeländern befestigen. Auch das findet man auf der Staumauer. Der Katamaran MS Möhnesee fährt täglich von 11 Uhr bis 16 Uhr von April bis Oktober. Dabei wird ein fantastisches, in Europa einmaliges Andockmanöver gezeigt. Der Kapitän steuert das kleinere Shuttleboot MS Körbicke zwischen die Kufen des größeren Katamarans MS Möhnesee. Am Möhnesee und am Ausgleisweiher kann man wunderschöne Spaziergänge in der Natur genießen. Hinweisschilder sind häufiger zu finden und weisen, falls nötig, den Weg. Speziell die Umrundung des Ausgleisweihers ist nahezu für jeden ungeübten Spaziergänger auf den befestigten Wegen kein Problem. Dabei können auch die Kraftwerke aus nächster Nähe betrachtet werden. Sitzbänke laden zu einer Pause ein und auch die Gastronomie verführt mit deftigem oder Kaffee und Kuchen. Dadurch ist der Rundgang sehr gut geeignet für Jung und Alt.
Es existieren zwei Kraftwerke am Möhnesee, das Hauptkraftwerk und das Nebenkraftwerk. Das im Normalbetrieb abgegebene Wasser wird in einem unterhalb der Staumauer gelegenen Hauptkraftwerk zur Energieerzeugung genutzt. Vom Hauptkraftwerk gelangt das Wasser in den Ausgleichsweiher. Aus dem Ausgleichsweiher erfolgt eine Abgabe des Wassers über ein kleineres Nebenkraftwerk in den Unterlauf der Möhne. Hier wird eine Rohrleitung mit Ventil gezeigt. Vermutlich gehörte diese zum Schiebehaus und leitete das Wasser vom See in den Ausgleichsweiher.